Ein herzliches Hallo aus der Hauptstadt. Wir melden uns aus dem Olympiastadion. Heute sehen wir die DFB 11 gegen die Schweiz. Das Olympiastadion in Berlin ist nach wie vor ein beeindruckender Bau und es hält auch einen Rekord, nämlich den des Bundesligaspiels mit den meisten Zuschauern. 1969 war das, die Hertha gegen den 1. FC Köln vor einer Wahnsinnskulisse von mehr als 88.000 Zuschauern. Hertha gewann damals 1-0. Bei der DFB 11 unangefochtener Rekordnationalspieler ist ja nach wie vor Lothar Matthäus Buschi. Wolf, unglaubliche 150 Einsätze für Deutschland. Ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit jemand gefährden kann. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Mehmet Yildiraz pfeift diese Partie heute. Und der Anstoß durch die DFB 11. Es kann losgehen. Und jetzt Gündoğan. Schürrle jetzt. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Und Schürrle. Und Gündoğan. Gute Aktion. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Memedi. Einwurf, der Ball war draußen. Memedi. Gemayli. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Gnabry. Und jetzt Khedira. Khedira. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Und die Chance. Und hier sehen wir nochmal, wie knapp das gerade eben war. Ja, da hat eigentlich alles gestimmt, nur der Abschluss nicht präzise genug. Khedira. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Das könnte die Chance werden. Max Kruse! Brillant gemacht! Das wirft ihre Pläne jetzt natürlich komplett über den Haufen. Der erste Schuss zappelt direkt im Netz. Klasse Treffer hier. Da hat alles gepasst beim Abschluss. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.
geht doch gut los. 10 Minuten gespielt und wir haben das erste Tor gesehen. Xhaka. Berami. Und Khedira. Nur Müller. Jetzt müssen sie aufpassen. Er schießt. Direkt noch ein Tor. Das ist Wahnsinn. Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen sie hier aufpassen, dass ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind sie jedenfalls geschockt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Scher. Seferovic. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, das gibt Einwurf. Er wirft den Ball schnell ein. Lichtsteiner. Den Pass spielt er gut. Shaqiri! Tolle Aktion vom Torwart. Und Eckstoß. Die Ecke kommt nicht gut rein. Jetzt können sie hier vielleicht kontern. Gündogan am Ball. Gnabry. Jetzt Gündogan. Die DFB-Elf greift hier an. Das Gnabry. Den hält er super. Da zieht er ab. Phänomenal. Ohne Worte. Mit dem Tor baut die DFB-Elf die Führung aus. Sie haben hier scheinbar alles im Griff. Das ist eine klasse Vorstellung bisher. Die Führung in der Höhe völlig in Ordnung. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Giroud. Sauber vom Ball getrennt hier. Spielt den Ball in den freien Raum. Der Ball ist weg. Abstoß. Und jetzt die Gelegenheit, nochmal auf diesen Treffer zu gucken. Schön direkt abgezogen und auf der rechten Seite schlägt es ein. Khedira. Und jetzt Thomas Müller in der Offensive. Gemayli. Sané. Jetzt Müller. Da weicht er der Grätsche aus. Er springt einfach drüber. Und Kruse. Und jetzt der Schuss. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Gemayli. Seferovic. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Hier steht der Verteidiger gut, er hat den Ball. Müller am Ball. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Berami. Nun Shaqiri. Einwurf.
Und jetzt Shaqiri. Xhaka. Hinten stehen sie kompakt, aber kommt. Macht er ihn! Ganz stark abgeblockt. Er war noch dran, gibt Ecke. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Müller am Ball. Khedira. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da holt er den Ball zurück. Xhaka. Rodriguez. Xhaka. Gemayli. Defensiv machen sie es gut. Jetzt Kruse am Ball. Jetzt Müller. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Jetzt haben sie den Ball. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja. Da muss es Freistoß gegen Deutschland geben. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders, so eine Grätsche musst du unterbinden. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Gute Aktion. Den Ball spielt er gut. Macht er ihn. Da passt er klasse auf. Da war noch einer dran, daher Eckstoß. Keine gute Ecke, die Chance ist vorbei. Memedi. Wird das seine Torchance? Super Flanke. Schade, da wäre mehr drin gewesen, aber den Ball spielt er nicht gut rein. Er zieht ab. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Nun hören wir das. Khedira. Müller jetzt vielleicht mit der Möglichkeit. Da kommt der Schuss. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Der Ball wurde weggefaustet. Er schießt. Der Ball wurde gut weggefaustet. Sané! Geklärt mit dem Kopf. Er probiert es einfach mal. Schussversuch. Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Wird's jetzt gefährlich. Und jetzt der Schuss. Und da ist das Tor. Und damit ein weiterer Treffer für die DFB-Elf, die sich hier ganz deutlich abgesetzt hat.
Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Die kontrollieren die Partie. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Etwas überraschend, der Spielverlauf, aber jetzt ist erstmal Pause. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorn. Offensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Das könnte die Chance werden. Er muss runter. Folgerichtig, würde ich sagen, oder Buschi? Ja, er hat einfach einen schlechten Tag erwischt. Angesichts dieser Leistung war klar, dass der Trainer irgendwann reagieren muss. Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr viel passieren. Nun Shaqiri. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wird das jetzt gefährlich? Khedira. Schürrle. Deutschland bekommt hier den Vorteil. Er zieht ab und versucht den Torhüter zu überraschen. Und hier sehen wir nochmal, wie knapp das gerade eben war. Ja, da hat eigentlich alles gestimmt, nur der Abschluss nicht präzise genug. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil. Jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Und er gewinnt den Zweikampf. Höwe ist am Ball. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Thank you.
Abgefangen, gut gemacht. Das könnte die Chance werden. Das macht er gut. Ball kommt in den Strafraum, aber der Verteidiger löst das ganz souverän. Nun Kruse. Hummels. Nun Schürrle. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Gefährliche Flanke. Da holt er sich die Flanke. Das war wichtig, sonst wäre es gefährlich geworden. Müller versucht's mal. Tolle Aktion vom Torwart. Und das gibt Ecke für die DFB-Elf. Der Ball erstmal und Müller schießt. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Und Kruse. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Frei. Das könnte gefährlich werden. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Das war nicht so einfach zu lösen, aber gut gemacht vom Abwehrspieler. Max Kruse. Cornerpass! Da kommt der Schuss. Und jetzt gibt's eine Ecke. Schürrle! Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Seferovic. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Jetzt vielleicht. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Super Flanke. Flanke war nicht gut, einfach zu klären. Jetzt Kruse am Ball. Einwurf, der Ball war draußen. Gündoğan. Sehr guter Einsatz. Da kann er sich den Ball holen. Ja, das gibt Einwurf. Gut aufgepasst und abgefangen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Vielleicht wird es über Müller jetzt gefährlich. Nico Elvedi. Den Ball spielt er raus. Schöne Flanke. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Schürrle jetzt. Khedira. Gnabry. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Tolles Passspiel heute bei Ihnen. Sehr flüssig. Thomas Müller, da schießt er. Da ist er drin, ein tolles Tor. Und der geht flach rein, da war nicht viel zu halten. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner exzellenten Schusstechnik und setzt den Ball mit der Innenseite ins Netz. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.
da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Nico Elvedi. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt Gündogan. Nun Kruse. Shaqiri. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Lichtsteiner. Ricardo Rodriguez. Wird's jetzt gefährlich? Gefährliche Flanke, aber der Verteidiger ist zuerst am Ball. Nicht gut von Mats Hummel. Und nun ein Schuss. Super Einsatz vom Torhüter. Die Ecke könnte Gefahr bringen. Abgepfiffen. Abseits. Sané. Weigel. Jetzt Kruse. Klasse Technik. Frei. Das ist jetzt eine Chance. Geht er rein? Super gemacht vom Torwart. Wieder verhindert er den Gegentreffer. Ein ganz starker Auftritt. Jetzt ist das Eckenverhältnis mal eingeblendet. Jetzt die Flanke. Flanke geht zum Abwehrspieler. Da war mehr drin. Und er schießt. Ein Treffer hier hätte sie vielleicht noch einmal ein wenig ins Spiel gebracht, Buschi. Ja, es wäre die Chance gewesen, aber er setzt ihn dann doch knapp am Tor vorbei. Da war mehr drin. Jetzt also die Auswechslung bei Deutschland. Hummels. Nun Schürrle. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Rodriguez. Steiges Spiel, gute Idee. Weigel. Thomas Müller jetzt. Kimmich. Lichtsteiner. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Abpfiff und damit gewinnt Deutschland diese Partie. Ich dachte, Buschi, irgendwann schalten die mal einen Gang zurück, aber denkste. Ja, Wolf, das war beeindruckend. Eine richtig, richtig starke Leistung. Das war gut, was er heute angeboten hat. Super Leistung, hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.